So, Freunde, wir gehen jetzt mal aber in die Bibers rein. Ja, die Bibers verzehren sich nach uns und wir werden dann die Biber jetzt erstmal nicht enttäuschen. Hoffe ich zumindest. Wir haben aktuell 275 Biber. Das ist eine ganze, ganze Menge. Und auch die wollen alle unsere Liebe. So, wir sammeln mittlerweile fleißig Erde ein. Geil. Sehr gut. Gut, gut. Ah ja, jetzt weiß ich wieder, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Wir wollen ja hier unsere Epischkeit, ja, wollen wir unter Beweis stellen. Und das tun wir auch ganz fleißig schon. Die Dynamitstangen werden gelegt. Die Zünder werden vorbereitet. Die Biber sind schon ganz, ganz hibbelig. Und Folango sagt Moin. Einen wunderschönen Hi. So. Vorhersage all in. Ach, Folango gehört auch zu den Beliefern. Ich bin ja begeistert. Wahnsinnig viele Punkte drin, aber 78% zu 22, da geht noch was. Die meisten glauben an den Sieg für heute. Ja, mal schauen. Ich verzehre mich gleich nach der Pizza. Oh, die Kinder sind krank. Oh nein! Serviere dann erstmal den Kids gute Besserung, ne? Also das ist auch, so viel Zeit muss auch sein. Markus erhöht. Um wie viel? Ich frage mich. Fast 600.000 Punkte sind schon drin. Ihr ist ja vogelwild unterwegs. Völlig wild. Völlig wild. Aber auch wieder wahnsinnig viele Leute in der Vorhersage. Na gut. Ich hoffe, ich werde diesem Druck gerecht. Wie soll ich sagen? Diesen Vertrauensbeweis eurerseits. Und wir werden sehen. So, ich fülle mal ganz kurz aus dem Speicher nach. Hier unten füllt sich's schon gut auf. Ist hier zu? Nee, ist offen. Das heißt, das Wasser kann bis durch. Sehr schön. Gut. Denn, meine Lieben, geht's hier gleich ins Finale. Dann kommt die letzte Ebene, die wir wegsprengen müssen. Und wenn die geschafft ist, dann können wir schon die großen Pumpen zünden. Das wird richtig gut. Das wird richtig gut. Da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Die ganze Zeit schon. Weil diese großen Pumpen, da so ein oder zwei Stück hinzustellen, wäre schon geil, ne? Irgendwas läuft doch hier schief. Nix läuft da schief, Andrea. Ah, so muss das. So. Laufen die Dinger eigentlich automatisiert? Die Schmelzerei? Nee, die laufen nicht automatisiert. Wir haben hier einen guten Vorwert. Wir haben Planken da. Das ist gut. Also es klappt soweit alles. Papier ist auch in Mengen vorhanden. Ja, Knochenkurzer. Dankeschön für 10. Vielen Dank für 10 Monate. Auch für dich natürlich ein Ausrufezeichen Hype. So wie immer. Ich spreng hier alles weg. Alles. Ihr wollt es doch auch. Willst du das Wasser wieder zurückleiten? Noch gar nicht. Noch ist das unser Speicher für alle Fälle. Wir machen das Ding jetzt voll, so wie es geht. Das ist unser aktueller Speicher für schlechte Zeiten. Wir pumpen quasi immer wieder da rein, wenn Wasser da ist. Schalten wir die Pumpen an und füllen diesen Speicherstand immer weiter auf, bis der knallevoll ist, bis er überläuft meinetwegen. Und dann gucken wir weiter. Ja, wir werden auch dann anfangen, hier Treppen drauf zu bauen. Wir sprengen ja auch hier schon ab. Ich werde hier diesen Krater, soweit es geht, raussprengen. Ja, dass der vordere Bereich hier zumindest komplett frei ist. Aber das ist ein Langzeitprojekt. Also dieser ganze Riesenspeicher ist ein Langzeitprojekt. Wir fangen dann auch an, hier mit Treppen rüber zu gehen. Also bis hierhin.
und sprengen dann uns diese Insel nach und nach einfach weg und ziehen dann halt hier sozusagen wie so eine Art Gerüsteimer rum, um das hier komplett in die Luft zu jagen. Ich freue mich da jetzt schon drauf. So, hier haben wir ein kleines Problemchen. Und zwar, diese Baustelle ist zu weit weg und kann deswegen nicht benutzt werden. Das macht die Sache nicht einfacher, kriegen wir aber hin. Feuer frei. Erstmal, lasst uns das, was geht, erstmal wegsprengen. Seid ihr bereit? Bereit machen wir Sprengung! So, dann müssen wir jetzt hier erstmal gucken, dass der Weg auch ausreicht, um hier was hinzubekommen. Gut, und dann können wir nämlich in der Zeit auch den Rest wegreißen, der hier noch ist. Können wir uns schön vorbereiten. Natürlich sind die oberen auf Top-Prio und die unteren kommen auf normale Prio zurück. Gut. Jetzt sollten die auch erreichbar sein für die Baustellen. Wir werden sehen. Sollte nicht allzu ewig dauern. Es wurden natürlich jetzt auch Sprengstoffe woanders hingetragen. Ich weiß bloß nicht mehr allzu genau wo. Wo wir noch Sprengungen haben. Hier unten wahrscheinlich. Ja, hier vorne. Hier wird noch Sprengstoff gelegt. Ja, okay. Aber die unteren sind doch trotzdem vorhanden. Ja, ja, ja. Geht schon. Ach, geht schon. Wunderbar. Sehr schön. Kriegen das schon weg. Oder ist der Weg noch nicht irgendwo verbunden? Nö, der passt eigentlich. Das ist gut so angeschlossen, wie es ist. Warten wir mal einfach ab. Im Zweifel fangen wir hier an und legen dort dann die erste Bahn rein. So, hier unten könnten wir auch schon sprengen, wenn wir wollten. Wir lassen es aber mal. Gut, wir haben noch 10,5 Tage. Läuft hier noch die Dürre. Da so viel Zeit ist auf jeden Fall erstmal. Da brauchen wir uns jetzt noch keinen Stress machen. Und mein Plan ist es, die mechanische Pumpe am Ende hier oben drauf zu setzen. Da muss der Weg aber erstmal erneuert werden. Das heißt, wir müssen hier erstmal wieder die alte Verbindungen herstellen. Und dann können wir das hier machen. Wir müssen auch gucken, dass das dann schon in der Zwischenzeit gelegt ist. Wir werden sehen. Das wird mit Sicherheit noch werden. So, wir lassen das mal machen. Ganz wichtig und richtig wäre es... Ja, wir stehen gut da. Bosse, kannst du jetzt gar nichts sagen. So, da ist die ewige Flamme der Biebrigkeit. Ehrfurcht. Schön. Okay. Eisen haben wir auch. Unsere Golems brechen gerade ein bisschen ein. Ja. Aber laufen tut das schon, ne? Ja, mal abwarten. Die hier oben wollen eine Treppe, meinst du? Ja, müssen wir mal gucken, ob das mit einer Treppe zu lösen ist. Ich verstehe das nicht, warum die da nicht hinkommen.
meine, was wir machen könnten. Ich weiß nicht, ob das geht, wenn man drunter Sprengstoff setzt. Nee, bei Sprengstoff geht's nicht. Okay. Ist egal, dann springen wir den Rest vorher weg und dann machen wir dann. Nähern wir uns langsam einfach an. Das geht genauso. Ja, das kann schon sein mit der Treppe. Also, es kann sein, dass die einfach die Wegfindung hier nicht haben. Warum auch immer. So, wie viele Baustellen haben wir noch? 385, das geht. Das ist ein sehr niedriger Stand für unsere Verhältnisse. So, hier ist alles erstmal gut. Neusetzen könnte gegebenenfalls helfen, aber nicht immer. Meistens, wenn die so ein Problem haben, dann berechnen die das auch nicht neu. Das ist kein Problem, das nachzusprengen ist, macht nicht viel Arbeit. Hier ist zum Beispiel auch, guck. Die sind direkt neben dem Ding und sprengen es einfach nicht. Es kann sein, dass sie hier das Problem haben, dass hier der Sprengstoff liegt, aber das ist hier auch nicht so. Wir lassen jetzt noch den letzten Rest, also alles, was sie hier bauen wollen, lassen wir jetzt nochmal fertig bauen. Und dann gucken wir einfach rein. Ja, dann machen wir das einfach neu. Das tut jetzt nicht weh, wenn das so ist, ja. Wenn wir ganz unten auf dem unteren Niveau sind, dann sprengen wir das eh nochmal anders weg und dann sollte das eigentlich passen. Dann legen wir jetzt auch noch die Geschichte hier nochmal sauber hin. So. So, das ist der letzte Rest und dann schauen wir uns die Sache in aller Ruhe und Gemütlichkeit einfach mal an. Oder? Oder? Schon, ne? Was kostet so eine Wasserpumpe? 50 von den behandelten Brettern, die haben wir. 50 Metall, die haben wir auch. Und 100 Getriebe. Die haben wir nicht. Ich reduziere mal ganz kurz die Produktion hier. Wir reduzieren die Produktion, damit mehr übrig bleibt für unsere Biebers. Und wir werden vor allem die Armproduktion jetzt runterfahren. Auf einen normalen Bieber. Wir haben zu viele davon. Die Produktion mit den Planken lassen wir laufen. Das ist okay. Also dieser Produktionsbereich hier ist mir wichtiger, dass der funktioniert. Wir haben noch 6 offene Stellen. Die kriegen wir jetzt auch nicht nachbesetzt. Das ist mir schon klar. Aber wir brauchen mehr Getriebe im System, bevor jetzt das losgeht. Das ist wichtig, dass wir das jetzt schon anstarten, dass sich die Getriebe nach und nach ein bisschen anstauen können, wenn wir 100 Stück davon brauchen, sonst dauert diese Baustelle einfach zu lange. So, was wir auch machen müssen, ist hier oben eine kleine Sprengung vornehmen. Einfach nur, damit wir das gleich klar haben, was wo weggesprengt werden soll oder muss. Das ist ein Betrieb, ey. So. Gut. Hier wird nur noch auf Material gewartet, kein Problem. Wie lange spielst du die Kolonie schon? Boah, Lord Helmchen, ich weiß es nicht. Wie lange spielen wir das schon? Es ist schon ein bisschen her. Ne? Also wir haben jetzt schon vor ein paar Tagen angefangen. Wir sind schon viel in Timberborn drin. Also da geht schon was. Wir haben aber noch wahnsinnig viel vor. Also am längsten hat sicherlich der Wassertank hier oben gedauert. Und das hier wird jetzt unser Großprojekt werden. Kotlu sagt locker 25 Spielstunden. Das kann gut sein. Ne? Also es kommt gut hin. Also mindestens. Ich
hätte jetzt sogar über 30 getippt. Aber gut, man weiß es nicht, ne? Oder man weiß es schon, aber... Todestürre ist überfällig. Ja, jetzt warte doch erstmal, bis wir das aufgebaut haben hier. Okay, hier ist alles mit Baustelle. Dann können wir jetzt sprengen. Wir sprengen von hier an. Ich hoffe, ihr seid bereit und habt eure Sprengschlüpper angezogen. Jetzt wird's jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Bereit? Chat, seid ihr bereit? Können wir loslegen? Den letzten Meter hier wegzusprengen. Let's do it. Ganz schön wild. So, wir reißen mal den anderen Weg hier unten ab. Jetzt haben wir hier frei. So, der ist nach wie vor nicht dabei. Und der ist nicht dabei. Dann machen wir jetzt Folgendes. Wir machen das, hier ist es zu weit weg aus irgendeinem Grund. Vielleicht ist es so, dass wir erst diesen Weg hier wieder herstellen müssen. Tatsächlich. Das hier ist das Problem. Da ist eine ganz kleine Lücke im System drin. Okay, dann folgendermaßen. Ist das jetzt wichtig, damit wir hier wieder einen sauberen Weg rüber bekommen? Ich benutze einen Mod für größere Distrikte hier. Das ist der ganze Trick. Ja? Ich nutze einen Mod, der die Distrikte aufhebt, weil ich mit denen nicht spielen mag. Ich mag die einfach nicht. Deswegen kann ich so quasi meine Kolonie auf die ganze Map ausweiten und dahin bauen, wo ich lustig bin. Und muss nicht irgendwie künstlich in verschiedene Distrikte dann Ressourcen hin und her schieben. Das hat für mich einfach keinen. Macht mir keinen Spielspaß, deswegen nutze ich den Extended District Mod. Und der passt mir einfach für mein Gameplay so ganz gut. Ist ja schön, dass es sowas gibt. So, letzter Meter hier. Drei Fahnen noch, zwei noch in Arbeit. Und dann können wir da hier auch nochmal einen schönen Weg rüber bauen. Und dann sind wir da auch erstmal drinnen. Letzte Fahne noch. Haben wir schon Getriebe vorbereitet? Nein, immer noch nicht. Unsere Getriebeproduktion macht mich fertig. 6 Tage noch, wir müssen mal wieder ein bisschen nachgeben. Ein bisschen Wasser reinlaufen lassen. Können wir auch mal ein bisschen Wasser nutzbar machen. Hier auch. Dann warten wir noch, bis der durch ist. Soll unsere Felder einfach noch mal einen Ticken länger am Leben halten. Hier auch. Und da kommt schon das frische Wasser nach. Hält unsere Felder im Zweifel einer gigantischen Dürre, hält das einfach länger am Leben. Gut. Sehr gut. Und hier fangen wir jetzt auch an. Sprengung! So.
Es wird jetzt ziemlich schnell gehen hier. So. Dann geht's jetzt hier weiter mit Dreierhöhe. So, lass uns das mal bauen. Das braucht hauptsächlich Planken. Und hier ist auf jeden Fall jetzt der Distrikt wieder da. Schauen wir mal. Müssen die vielleicht von hier oben sogar hinbekommen. Hier unten machen sie es ja schon. Ich gleich mal wieder noch Wasser rauslassen. Oder läuft noch was? Da läuft sogar noch ein bisschen. Okay. Okay. Sehr gut. Hier mal eine Brücke statt einer Plattform. Können wir noch machen, ja. Oder hier meinst du? Ja, das können wir noch. Das können wir noch ändern. Das machen wir. Das können wir noch ändern, ja. Hier ist der Zugang nur gerade wichtig, um die Baugeschichte hier fertig zu bekommen. Ja. So, hier unten sprengen wir mal. Damit ist der letzte Meter hier auch endlich erledigt. Sprengen wir mal erst den Teil, wo die Brücke drüber geht, sprengen wir erstmal weg. Und dann schauen wir weiter. Also bis runter und dann legen wir das mit einem Weg nach vorne vor. Da sehe ich uns erstmal zumindest. Der Zwerg hat ein großes vor, ey, Markus, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das wird eine ekelhaft große Geschichte hier. Das wird eine ekelhaft große Geschichte hier. Was sind wir hier eigentlich? Hier haben wir auch noch keine Sprengmöglichkeit. Das ist jetzt auch so ein Ding, was wir als nächstes angehen werden. Und zwar hier diesen Unsinn hier wegzusprengen. Mal gerade ganz kurz die ganzen Brücken und Plattformen und so. Weil die werden wir dann brauchen und die kosten jetzt nicht die Wucht hier. Können wir schön bei Gelegenheit machen. Ist halt dann so eine Riesenbrücke, ne? So ein Ding vielleicht dann irgendwie. Müssen wir mal schauen. So. Das müsste eigentlich reichen, um den Rest fertig zu bauen. Ich denke, das reicht generell. Und dann
bauen wir hier vorne. Könnt natürlich jetzt mit einer Metallplattform bauen, aber die sind mir ehrlicherweise tatsächlich nicht gut genug dafür. Das wird noch ein bisschen nachjustiert. Das ist jetzt nur für den Moment so. Blowerborn. Ja, muss Ziele haben, Träume. Die Möglichkeit sehen. So, jetzt können hier unten auch Biber durch. Das sollte unseren Weg hier oben erstmal ersetzen. Deswegen ist die Brücke gerade provisorisch wichtig. Ja, Holz hat sich sehr gut erholt, ja, das ist richtig. Deswegen geht das jetzt mit dem Ausbau hier auch so wahnsinnig schnell. Und das hier wird jetzt hier erstmal den Zugang ermöglichen, dass wir den blöden Rest hier wegsprengen können. So, weil wir müssen nämlich jetzt diesen Weg hier oben wegnehmen. Dann muss alles wieder unten rum. Deswegen war das wichtig, dass das vorher zuerst fertig wird. So, und die Pumpe kann jetzt so theoretisch da drauf gesetzt werden. Und zwar mit dem Teil hier frei. Damit das Rüsselchen durchpasst. Das ist die erste Pumpanlage. So, wie schaut's vorne aus? Sind da Sprengstoffe schon? Ja. Let's do it. Gut. Dann haben wir hier jetzt schon mal die nächste Vertiefung wieder geschafft. Dann gehen wir jetzt noch mal ein bisschen raus. Sind nur noch 3 Tage. Ich fülle noch mal kurz hier unten auf. Das sollte dann kein Problem sein. Ja, ja, die Energie brauchen wir noch, das dauert noch ein bisschen. Nachtmo, wunderschönen guten Abend, Hallöchen. Diese Vertiefung hier soll im Übrigen auch verhindern, dass permanent hier oben uns das Wasser über die Felder tritt. Das haben wir da extra ein bisschen, diese Vertiefung macht hier Sinn, damit der Druck von dem Wasser ein bisschen abgeleitet wird. Und das brauchen wir auch tatsächlich, weil schau mal her, wie viel hier am Ende immer weggesaugt wird von dem Ganzen. Oh, hier sind wir auch gleich ready. Das ist sehr schön. Letzte Sprengmaßnahmen werden hier doch noch durchgeführt. Schön. Da hinten brauchen wir nochmal Sprengstoff und hier brauchen wir dann auch noch mehr Sprengstoff. Das heißt, wir sprengen erst das da hinten und legen dann hier hinten nochmal Sprengstoff rein. Dann können wir das nämlich gesamt abreißen. Ja. Dann sind wir da relativ autark. Und dann können wir die Plattform bis vorne wegnehmen und dann können wir gucken, ob die das von unten bauen können. Da bin ich aber dann ein bisschen offen. Ne? Also das sehen wir dann, wie, je nachdem, wie es so ist. Hallo, Gravallo, Hallöchen. Und geiler Rat auch dir, selbstverständlich.
Timberboom. Timberboom. So. Dann haben wir den Teil geschafft. Dann sprengen wir den vorderen weg. Und dann schauen wir mal, ob der letzte Rest hier auch noch drauf passt. Aber es schaut gut aus. Den können sie von unten, glaube ich, bauen. Dann können wir das alles wieder sauber cleanen. The ups and the downs, my heart will never stray.